Herzlich willkommen bei Inception Field. Inception Field? Ein Kraftfeld, anfangen zu können. Das ist gemeint mit diesem etwas überraschenden Titel, eine Akademie für Selbstermächtigung. Das fehlt so vielen. Sie sind ermächtigt durch ihre Titel, durch ihre biografischen Erlebnisse, durch ihre Stellung, durch ihr Geld. Das ist nicht, was uns als Menschen ermächtigt. Ermächtigt sind wir dann, wenn wir den hervorbringen, den wir die ganze Zeit auf einer tieferen Ebene immer schon sein wollten. Dieser Mensch, der Sinn trägt, der jung ist, der das spannend findet, im Dasein zu sein, der die Dinge angeht, der nicht zurückweicht vor den Schwierigkeiten. Und dieser Mensch braucht Hilfe. Dieser Mensch braucht Hilfe, er braucht eine Methode. Durch guten Willen oder durch Vorsatzbildung funktioniert das nicht. Was zeigt die Erfahrung? Wenn Menschen habituieren, das heißt ihren Habitus, ihren täglichen Ablauf regelmäßig mit einem neuen Inhalt versehen, dann geschieht tatsächlich etwas. Man kann sich vornehmen, was immer man möchte. Man kann die größten Einsichten haben. Man kann irgendwelchen Sekten, Religionen, Überzeugungen, Gedankenkonstrukten, Prinzipien nachhängen. Wenn wir nicht üben, wird nichts draus. Und das weiß jeder von uns. Nun, wir machen seit 11 Jahren regelmäßig im Eridanus-Zentrum, die meisten von Ihnen wissen es, eine regelmäßige Meditation jeden Morgen. Und die Menschen schildern uns, dass es ihnen mit Hilfe der Umsetzung dieser meditativen Inhalte gelingt, neue Habits zu bilden, neue Gewohnheiten, Gewohnheiten, die ihnen helfen. Selbstverständlich sagen die Menschen, nun, wenn ich mir alle Vierteljahr, halbe Jahr mal anhöre und immer wieder anhöre, was vor einem Vierteljahr, vor einem halben Jahr da gesprochen worden ist, dann ist da ein repetitives Element da drin. Deswegen war immer und immer wieder die Frage, macht das doch regelmäßig aktuell. Das ging lange Zeit nicht und jetzt geht es. Seit letztem Sonntag. Inception Field, die Akademie für Selbstermächtigung, ist online. Und jetzt können Sie tatsächlich zeitnah, Woche für Woche, die aktuellen Meditationen und dazu noch, wenn Sie wollen, ein Impulsvideo bekommen, was Sie bei der Stange hält. Der Hintergrund ist, höre ich das, was sich über die Jahre in ziemlich thematisch ähnlicher Weise durchträgt, mit jeweils immer wieder neuen Worten, mit neuen kontextuellen Bezügen, mit einer neuen seelischen Lage, dann hält mich das frisch bei der Stange. Denn die Gefahr bei der Regelmäßigkeit ist die Replikation, dass einfach nur dasselbe wieder gemacht wird und dann kommt der ich sein will, nicht zum Vorschein. Wir alle haben einen Lebenslauf, aber, bitte sehr, ein Hund auch. Der Hund hat keine Biografie, der Mensch kann eine haben. Was heißt das? Er schreibt in den Bios, das heißt ins Lebendige, eine eigene Spur. Und diese eigene Spur schreibt er nicht aus dem, was er von seinen Eltern hat, was er aus der Tradition hat, was er immer schon gemacht hat, durch die Vermeidung, durch seine Ängste. Da schreibt er nur seinen Lebenslauf. Seine Biografie, seine ureigene Spur schreibt nur die Wirklichkeit seines Wesens in den Bios seines Daseins. Das ganz genau ist der Sinn von Selbstermächtigung. Ich schreibe meine ureigene Spur in Freiheit. Das und genau das will Inception Field. Dazu laden wir Sie ein. Mitarbeiter, Mitförderer, gegenseitiges Förderungspotenzial zu sein. So wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Rest von Sonntag und eine gute Woche. Danke fürs Zuschauen und danke, wenn Sie Mitförderer werden.